Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dings, ne? Prince of Persia, where we are within. Ich hab's mir heute mal ein bisschen gemütlich gemacht. Ich hab mich hier schön in eine Decke eingerollt. So, und dann wollen wir mal weiterspielen, wa? So, ich glaube, von da kamen wir, oder? Ich weiß es jetzt ehrlich. Nee, von da kamen wir, da bin ich mir ziemlich sicher. Die letzte Aufnahme ist jetzt schon wieder 2-3 Tage und 5-6.000 Liter Bier her. Wie gesagt, ich muss auch gerade... Ah, so geht das mit der Steuerung. Ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ich hoffe es mal. Ja, die letzte Aufnahme, diese Katastrophenaufnahme, ist jetzt ein paar Tage her, zum Glück. Und irgendwie geht's trotzdem nicht gut weiter. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, woran das liegt schon wieder. Aber ich denke mal, wir werden das hier noch hinkriegen irgendwann. Ich mache heute auch nicht allzu lange. Ich bin auch ein Depp, der größte Depp, den es gibt auf diesem Planeten. Ja, ja. So. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich schon wieder vergessen. Mist. Nee, die Katastrophenaufnahme ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage her, Gott sei Dank. Ich nehme jetzt für Montag auf, was schon morgen ist. Das heißt, die Folgen kommen wahrscheinlich nicht so pünktlich, wie man es jetzt gewöhnt ist. Und was? Warum ändert sich die Musik? Ach, natürlich, es kommt wieder zum Kampf, oder was? Ist das hier wieder die Bücherei? Das ist tatsächlich wieder die Bücherei. Aber hier... Warum? Sind da Gegner? Ich hoffe es nicht. Hallo? Ist hier jemand? Niemand? Gut, gut, weitermachen. Bitte, weitermachen. Ach, war das hier nicht irgendwie auch, dass man hier so... Ich muss mal gerade eben rumgreifen. Entschuldigung, bitte. Ein bisschen die Lautstärke anpassen. War mir ein bisschen zu laut gerade. Das ist ja heute so ein gemütlicher Tag hier. Dass ich hier mich am liebsten gar nicht bewegen wollen würde. Deswegen spiele ich jetzt auch Prince of Persia. Und nicht Crisis 2. Oh, habe ich da etwas verraten? Nein, natürlich nicht. Das weiß natürlich schon jeder, denke ich, dass wir Crisis 2 auch spielen werden. Ich bin selbst gespannt auf das Spiel. Ich weiß selber nicht, wie es geht. Was wir zu tun haben und so weiter und so weiter. Ich habe es nur einmal kurz gestartet. Ah, was macht er jetzt? So, wir müssen natürlich hier auch wieder die Zeit verlangsamen, damit wir das hinkriegen. Und ich mache mal einfach nochmal, damit wir das auch sicher hinkriegen. Wir haben ja unendlich viel Sand, von daher ist das nicht weiter das Problem. So, und sind jetzt durch. Wunderbar. Und irgendwie diesen Abschnitt, den kennen wir doch schon. Den hatten wir doch schon mal. Warum müssen wir den jetzt schon wieder machen? So, hier war nichts mehr, glaube ich. Hier müssen wir jetzt nur... Nee, so geht's nicht. So geht's auch nicht. Denn wir müssen noch da oben drauf. Ach, ich sehe es schon wieder. Ja, ja, ich habe die Lösung des Spiels nicht ganz im Kopf. Man höre und staune. Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Und was denn? Was willst du denn mit mir machen? Ich hoffe, das Geklacker hört man jetzt weniger durch die Decke. Und selbst wenn, dann ist mir das jetzt auch mal egal, denn diesen Gegner haben wir... Na, jetzt hör auf rumzuposen. Haben wir bravourös getötet. Und was haben wir hier? Das sieht irgendwie interessant aus. Ach, das ist so eine ganz normale Axt. Ich dachte, das wäre eine der versteckten Waffen, die man ja finden kann. Wovon ich allerdings auch noch keine einzige in diesem Let's Play gefunden habe. Ich habe eine im... Ach, was mache ich denn? So, komm, machen wir es mal auf die übliche Variante bei diesen Gegnern. Da habe ich wenig Lust drauf jetzt gerade hier. Komm, den machen wir jetzt mal kaputt. Na komm. Zack, Kopf ab. Ach, der ist schon tot. Ja, umso besser, wa? Und du kriegst auch nochmal so. Zack! Na, wohin willst du? Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Nicht? Bist du das nicht? Finde ich ja interessant. Ach Mist, ich wollte nur die Zeit verlangsamen und nicht da hier diesen Ultra-Attacke zu machen. Aber egal, komm, wir haben das... Wir haben das Sand ja. Ja, wir haben das Sand. Das bringt irgendwie auch schon wieder nichts. Ach, Junge. Mach's dir doch nicht so schwer. Ich sagte, du sollst es dir nicht so schwer machen, du... Du Arsch. So, jetzt aber. Ja, steh wieder auf. So ist brav. Und hier dran. Und einmal wechseln und da drauf. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich hoffe, dass meine Stimme jetzt mindestens eine Stunde durchhält. Ich wollte jetzt eine Stunde nur aufnehmen.
Denn, wie ja vielleicht der eine oder andere weiß, waren wir ja gestern im Auswärtsspiel gewesen. Das hat ziemlich viel Stimme und Kraft auch gekostet, das gebe ich offen zu. Deswegen nehme ich jetzt auch schon so gegen 5 Uhr auf, abends, wo ich eigentlich normalerweise im Bettchen liege. Lass mich, Penner, keine Ahnung, Typ, was willst du schon wieder? Vor allen Dingen, wie sollen wir das jetzt hier hinkriegen? Ach, guck mal, wir können ihn umgehen. Ist ja lustig. Sei vorsichtig, der ist direkt unter dir. Lass dich nicht von dem betrügen. Er ist... Ah, Junge, jetzt bleib doch mal auf dem Damm hier. Sonst kriegt er dich gleich noch. Was wir ja nicht wollen, was wir ja nicht hoffen. So, komm, weiter runter. Er hat uns natürlich gehört. Los, komm schon, fang mich doch! Genau, Penner, fang uns doch! Ich würde... Was sagst du? Der quatscht hier jetzt auch schon wieder irgendwas rum. Lauf, 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 lauf. Was müssen wir hier? Hoch, hoch? Jawohl. Wo sind wir jetzt schon wieder? Ah, Typ. Typ. Und nun stirb, du Bastard. Wieso glaube ich, dass der Dahaka nicht tot ist? Oh, guck mal, ein Speicherbecken. Und ich breche ja mit meinen eigenen Regeln. Ich habe heute keine Wasserflasche hier. Weil das hätte, glaube ich, nur zur Folge, dass ich noch mehr husten muss, als ich sowieso schon machen muss. Denn wer hätte es erwartet, nachdem wir ungefähr 20 Minuten in 20 Grad standen, in der prallen Sonne und nicht so blöd aussahen wie er? Ich kann fast nichts sehen. Ich muss wachsam sein. Ich weiß, was hinter der nächsten Ecke es noch. Ist kein Platz für euch auf dieser Insel. Alter, jetzt geht's hier aber wieder los, wa? Ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Nein, was bist du denn hier, hä? So, komm schon. Ja, wir standen erst 20 Minuten in der prallen Sonne. Ich habe schön Sonnenbrand davon getragen. Und dann hat es erstmal so schön, ich sag mal, 10 Minuten gegossen. Wie aus Eimern. Und ja, dann wieder 20 Grad. Und dann auf dem Rückweg wieder Regen. Es war herrlich gewesen. Muss man auch mal so sagen. Jetzt hör auf, da rum zu posen und schnapp dir eine Waffe. Was haben wir denn hier? Hier. Sieht irgendwie ekelhaft aus. Ey, Typ, Typ, komm zurück. Komm zurück. Ey, aua. Ja. Penner. Was weiß ich nicht, hä? Ich weiß alles. Artworks. Sehe nicht die Hand vor Augen. Ich sollte auf der Hut sein. Ja, du solltest auf der Hut sein. Und einen Hut tragen. Das würde dir stehen jetzt. Gerade in deiner Form jetzt. Gerade so. Naja, auf jeden Fall, ich bin erkältet und hier und da und bla 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 und eigentlich und ihr nennt euch Schwertmeister. Ist das schon wieder nichts, worüber man reden sollte, wenn man gerade hier so eine Situation hat. Aber die haben wir doch bravourös gemeistert und das machen wir hier doch gerade auch. Super, sind wir den Kampf sogar entkommen, weil ihr wisst ja, ich bin ja manchmal so ein bisschen schissig. Was ist das denn hier? Hallo? Ist hier jemand? Hallo. Ist da vorne... Kann man da vorne dran springen? Na, Junge, jetzt lass mich halt. So. Dann lass mich halt nicht. Aber da vorne ist die Plattform. Wenn ich jetzt... Ach, guck mal, die gute Alternative. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja, genau, vorsichtig. Das ist die Devise. Und hoch. Diese Tür. Der Schalter dafür muss hier irgendwo sein. Wenn meine Augen nur den Nebel durchdringen könnten. So einer schon wieder. Noch so einer, noch so einer. Oh mein Gott. Ich liebe diese Küche. Dass sie auch gar nicht nervig sind.
Komm, machen wir es hier mal auf die einfache Methode. Weil ich habe jetzt hier keine Lust, hier großartig Zeit mit denen zu vergeuden. Und dass die uns hier noch Lebensenergie klauen und wir hier womöglich Probleme kriegen, dass wir, ja, nicht vorwärts kommen. So, da vorne habe ich... Ah, du lebst auch noch? Finde ich cool. Na, wieso haben wir keine Waffe mehr? Keine Zweitwaffe. Da lässt sich doch was daran ändern. Was ist das denn für eine geile Waffe? Die sieht echt nice aus. Guckt euch die mal an. Schick, schick. So, und jetzt kommt es hier wirklich darauf an. Aus der Kameraperspektive sehen wir ein bisschen mehr. Cool. Ist da runtergesprungen, freiwillig. Aus dieser Perspektive sehen wir jetzt ein bisschen mehr. Das ist allerdings auch ein bisschen blöder, weil hier die Kameraperspektive halt häufiger mal ändert. Und wir dann mal in die falsche Richtung rennen. Und hier kann ich auch nicht so gut, muss ich ehrlich zugeben, die Abstände abschätzen. So, na, jetzt stirb halt. Oder stürzt da runter. Babs, Kopf ab. Ganz einfache Geschichte hier. Lassen wir uns hier gar nicht verleiten, dass... Ach, ihr... Wisst ihr was, machen wir wieder genauso. Und da... So, jetzt haben wir wieder alles, was wir brauchen. Und hier können wir eigentlich mal so machen, ne? Oh, wie angenehm, das hält hier mal. So vielleicht? Ja, richtig. So, was haben wir hier? Sieht mir hier sehr verdächtig aus. Lass mich. Lass mich. So, ich würde mal sagen, wir brauchen auf jeden Fall die Zeitverlangsamung. Ja, komm, lass uns jetzt hier... Ach, Junge. Ich bin da halt anständig rüber. Dankeschön. Und ich erwarte ja... Hä? Ach, scheiße, da kommen wir ja sowieso gar nicht drüber. Und ich erwarte ja sowieso jetzt hier, dass hier der Dahaka da gleich durchbricht. Um uns in seinen Bann der Vertrauten zu ziehen. Was irgendwie nicht der Fall zu sein scheint. Ich verlangsame mal nochmal. Weil wegen... Da, ich wusste es, verdammt. Die Tür ist zugegangen. Na super, wir dürfen das Ganze nochmal machen. Was haltet ihr davon? Wahrscheinlich genauso viel wie ich, nämlich gar nichts. Und zwar Abstand. Das halte ich davon auch. So, nochmal. Hier, bap, 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 bap. Und zu weit. Ist ja auch mal schön, dass wir nochmal ein bisschen hier den Sand einsetzen können. Ihn sozusagen verschwenden können, bevor wir uns hier wieder an das Werk machen. Und natürlich verschwenden wir genauso unsere Lebensenergie. Aber das kennen wir ja schon aus anderen Spielen und auch aus diesem Spiel. So denke ich jedenfalls. So, komm, um auf Nummer sicher zu gehen, machen wir das gleich nochmal. Und hier durch. Und jetzt sind... Oh, das hat aber so gerade funktioniert. Was macht... Ach, das ist schön, dass wir hier so viele Time-Attacks haben. Und ich weiß nicht... Hä? Was? Wo? Hier? Ach, hier. Guck mal. Na, jetzt einmal zu viel gedrückt. Ach, schon wieder so einer. Hallo! Ich bin der neue Nachbar. Ah, die ist aber schnell durchgebrochen. Die war nicht widerstandsfähig genug. Was? Ah, genau das wollte ich eigentlich verhindern. Dass wir hier nämlich sterben. Dann müssen wir halt mal auf die althergebrachten Methoden zurückgreifen.